Geht ab. Schön, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast und gespannt, wer das Dr. Moto so macht. Ich bin der Doc und grüße dich hier aus Köln, aus meiner Werkstatt hier. Das ist meine Werkstatt da. Da, irgendwo da hinten ist meine Werkstatt da. Da, genau da. Ja, hier ist der Einfahrt so. Und jetzt gehen wir einen V8 rein, der schön laut ist, brummt und einen Fehler hat. Machen Bestandsaufnahme. Er ist gekommen, hat den Dr. Moto um Hilfe gefragt. Und Dr. Motor kümmert sich um das Problem jetzt. Jetzt gehen wir zusammen zum Auto und werden dieses schöne Kfz, der richtig schön ist, schick ist, wenn wir reinfahren. Hat Getriebeprobleme. Die Probleme werde ich euch in der Halle euch erklären. Hier ist der Wagen. Hier steht der Wagen. Ihr seht den. Ein schöner, schöner V8. Richtig geiler V8. Schön tiefer gelegt. Den werden wir uns das anschauen. Beziehungsweise, dass wir in den Wäsch reinfahren. Hat mit vielen Reifen korrekt. Ist ein V8. Ist ein richtig geiles Ding. Also, ich kann euch den Wagen nur empfehlen. Der ist sehr gut. Hat halt Getriebeprobleme, der Arme. Kann mit dem nicht richtig fahren. Und da soll der Dr. Moto rüber gucken. Jetzt werden wir zusammen mal starten. Und zusammen mal in die Halle reinfahren. Da steigen wir ein. Boah, ist heiß, ne? Ist richtig heiß. So. Jetzt nehmen wir den Schlüssel hier. Stecken den Schlüssel schön hier rein. Zack, drehen schön, ne? So. Gucken wir uns mal an. Sieht schön sauber aus. So. So, und jetzt starten wir den Wagen mal. Start sofort. Hat auch schönes Sound, hört ihr? Ein richtig schönes Sound. Das ist ein richtig geiler Wagen. Also, ich meine es ernsthaft, ne? Stand, bevor ich mir einen neuen Wagen kaufe, ernsthaft. Wenn ich mir direkt so eins kaufen, kann man sich leisten. Ist wunderbar, ist ein Auto fürs Leben. Ist ernsthaft wirklich ein Auto fürs Leben, ist das so. Jetzt fahren wir den Vorderstich, dann ist tiefer gelegt. Und wir wollen ja mit Liebe behandeln. Ich finde Krokodil hier, auch schön. Da guckst du dir zu, guck, ich fahre gerade deinen Wagen hier rein. Ich will ein Baby hier, bei einem viel, viel, viel Liebe. Und fahren jetzt hier rein langsam. So. Das hat gesagt, schon der rechte Quellenkammer Geräusche, da macht wirklich Geräusche. Das schauen wir uns auch dann später an. Ich denke, du solltest den dritten Gang machen. Der dritte Gang ist das safe, hast du gesagt, ne? So. Dritter Gang. Ich muss da aufpassen, der Hubbelmubbel hier. Noch richtig schön aufpassen. Vorsichtig. Mit dem Einfahren, so. Vorsichtig, vorsichtig. Moment, jetzt fahren wir rein. Da muss man mit hinten im Gang bleiben, sonst auf Gas bleiben, sonst geht man wegfliegen. So. Da bin ich vorsichtig rein. Fahren schön Schatten. Und gucken uns das mal den von außen mal an. Das habe ich von außen mal den schönen Wagen mal. So. Schön Sound. So. So, das ist der. Ihr seht, der schöne V8. So, schön 4B. Könnt ihr sehen, ne? Der ist schön tiefer gelegt. Ich finde den richtig geil, ne? Die Farbe ist auch schön. Die Farbe gefällt mir auch. Also ich würde die Farbe auch nehmen. Gefällt mir auch. Hat eine Auspuffanlage drin, das ist original. Ansonsten ein super schöner Wagen. Der Motor läuft ruhig. Und es hat halb Getriebeprobleme. Und Getriebeprobleme werde ich im Halle mit euch gleich besprechen alles. So. So, jetzt machen wir Diagnose, ne? Mit dem V8 hier. Oh, ich sehe gerade hier, Problem ist hier. Er kennt nicht mal die Zündung, ne? Er kennt nicht mal die Zündung. Starten, jetzt gehen wir hier, können wir wählen. Jetzt gehen wir mal rein. Ja. Jetzt gehen wir da rein. Macht schon Probleme. Machen gerade Diagnose. Damit ihr das alle auch mal sieht, ne? Das wird bestimmt interessant für alle anderen. Damit wir einen Anfang haben, wie wir es machen. Und ungefähr dann wissen, wie wir es machen.
um was es geht, welche Fehler zeigt. Hier sind die Fehler von den Getriebe. Das ist ein 5HP24 Getriebe, ein Lastschaltgetriebe, Planetengetriebe nennt sich das. Und hier sehen wir schon, dass er beim vierten Gang falsche Übersetzungsverhältnis gezeigt hat. Gang, Übersetzung, Überwachung, falsche Übersetzungsverhältnis. Fünfte Gang, zweite Gang. Also zweite, fünfte und vierte. Also heißt das, dass das Getriebe innen drinne nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, dass wir das Getriebe retten können. Wir werden sehen, was wir da machen dann. Hier sind die Überwachung, die Alarm geschlagen haben, Schaltüberwachung. Und das werden wir uns dann später ansehen alles. Bevor wir uns das ganze Getriebe ansehen, hochfahren und so weiter, werden wir natürlich erstmal die Erdnose machen. Ist ein geiler Motor, ne? Ein geiler Motor 4,2 V8. Ich weiß, ich erwähne es immer wieder. Es ist auch erwähnungswert. Und hat auch Getriebeprobleme halb. Und ein Getriebe, wenn wir uns ansehen, was damit ist. So. Und es zeigt diese Fehler an halt, ne? Und das sieht nicht schon mal gut aus, sage ich mal jetzt so. Und er sagt, also der Fahrer sagt, dass er davor kein Problem hatte, dass er halb es ausgebaut hat und dann mit Luft reingepustet hat und die Siebe von den Magnetventilen da nicht eingebaut hat. Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Wir fahren den Wagen mal hoch. Auch haben wir genug. Wir fahren den Wagen mal erstmal hoch, dann sehen wir weiter. Gehen wir zu der Bühne jetzt. Jetzt gehen wir zu der Bühne und machen die Bühne auch. Hier machen wir es mal zu. So. Dann zum Motor bis auf und setzen die Bühne hoch. Und setzen die Bühne so. So. Hier natürlich drauf gehen, hier, ne? Drauf und dann gehen wir die Bühne hoch. Was passiert? Das ist übrigens mein Schwager, der da ist. Die Bühne ist geil, ne? Aber das Problem ist, dass es so lange dauert, bis sie hochgeht. Ich habe schon Steckdosen. Jetzt haben wir es schon hoch gemacht. Jetzt nehmen wir natürlich auch Licht. Wo haben wir Licht hingetan? Licht haben wir hier. Und jetzt zeige ich euch mal den Marmor von unten. Gucken uns mal an. So. Dann gehen wir hier runter und gucken uns das mal an. Au, au, au. Hier kleckert schon richtig überall. Da sieht man schon richtig viel Öl. Da kannst du schon sehen, alles schon Öl gekleckert, ne? Alles voller Öl hier gekleckert. Wo kommt der Öl her? Lichtmasse reingeknallt. Okay, wo kommt der Öl her? Muss man gucken. So ein Verteilergetriebe vielleicht. Kann sein, kann nicht sein. Hier ist irgendwie geschweißt worden. Also, ich mach zu viel Licht, ne? Ist irgendwie geschweißt worden. Und dann gucken wir mal hier. Ist dann geschweißt worden. Von hier machen wir das ab später. Das Getriebe, wenn wir von hier abmachen komplett. So, dann gucken wir mal wieder weiter. Hier ist alles ein bisschen noch feucht. Da ist feucht. Da ist feucht. Und hier ist ein bisschen feucht. Ich will wissen, wo das Öl herkommt. Was von da kommt, weiß man nicht. Da, hier kommt das her. Das ist zu hell, ja, ne? Das ist viel zu hell so. Wenn ich das wegmache, sieht ja nichts, okay? Das ist viel zu hell, weil man so sieht, ne? Das ist schon richtig schmuddelig da. So. Guck mal hier, jetzt alles voller Öl. Ansonsten ist hier ein bisschen geküsst. Ein bisschen hier geküsst, ein bisschen. Ja. Und so weiter, ja. So sieht das aus. Hier ist die Kraftstoffleitung, Kraftstofffilter. Eine extra, boah, ist so hell, ne? Sehen nicht die armen Leute. So. So sieht der 4B auf jeden Fall von unten aus. Nicht verkehrt. Hat seine, auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, wie ich sehe. Definitiv. So. Ja, definitiv.
Hat seine Spuren hinterlassen schon auf jeden Fall. So. Okay. So, nimm das Licht mal. Komm, nimm das Licht mal. So. Jetzt machen wir die Bühne wieder runter. Ne? Gehen an die Diagnose dran. Und werden den Fehler natürlich wieder löschen. Jetzt habe ich mit Hensore versorgt sogar für euch. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Ne? Erstmal natürlich parken. Wer parkt, so. Dann fährt man hoch. Und dann runter. Hier drücken, zack. Der pumpt das Ganze runter. Hier geht alles schön, schön runter. Das ist ja mega geil, ne? So. Natürlich muss das ein bisschen warten. So, dann kommt das schöne V8 zu uns. Wir sehen uns dann alles mal an. Auf dem Boden, so, so Anschlag. Übrigens, die Bühne werden wir auf jeden Fall instand halten. Hier, nimm mal. Und jetzt haben wir es runtergemacht, ne? Und übrigens zu der Bühne hier. Ich weiß noch nicht, ob ich die Säule, könnt ihr auch später im Kommentar reinschreiben, ne? Das wird für mich sehr, sehr interessant. Ich werde hier alles sauer machen, damit auch überall mein Logo kommt, Dr. Motor, meine Homepage und so weiter, ne? Mein Hashtag und so weiter. Und ihr könnt unter dem Kommentar schreiben, denn ich will das entweder in schwarz färben und die Säule schwarz, glänzend schwarz, ne, färben. Oder halt so wie hier Lila. Ich habe schon so getestet, wie das aussieht. Ich habe schon mal getestet, wie das aussieht hier, das Lila hier. Ne? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das Lila haben wollt. Oder schwarz. Soll schwarz sein? Oder soll ich das in der gleichen Farbton machen? Das Blau hier, werde ich sowieso blau behalten. Das hat man nach unten. Die werde ich auch wieder blau lassen, das hier, ne? Die finde ich blau lassen. Das werde ich auch wieder gelb machen wieder. Die werde ich so lassen, wie sie sind. Werde ich nur entrosten. Komplett mit der Bürste, kommt zu mir. Komm. Die Bürste. Jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Jetzt alles so ein bisschen durcheinander, ne? Deswegen wundert euch nicht und so. Ist das ein bisschen peinlich, weil ich auch nicht viel fertig bin. Die werden wir alle streichen, die alles sauer machen und so. Wie gesagt, habe ich alles wunderschön gemacht. Dann müssen die Bürsten, haben wir die Bürsten getan, die Bürsten, Bürsten, Bürsten. Genau. Mit den Bürsten hier, mit Fleck, wenn wir Fleck so dran machen werden, wenn wir alles komplett entrosten. Alles komplett entrostet. Na, das ist schön am Motor, nehmen wir noch zu dem. So. Und kommen wir jetzt halt wieder zu dem. Kommen wir halt wieder zu dem. Und dann 4B. Wir haben es runtergesetzt jetzt, ist schon ein Fehler wieder. Jetzt wieder normal. Guck. Ja, jetzt ist jetzt wieder normal. So, jetzt. Okay. Ne? Ich möchte, warte, ich starte jetzt 1. Ich habe schon gestartet. Ich habe schon gestartet. So. Ich kann schneiden später. Bei dem. Ja. Okay. Ja, seht ihr dann hier, ne? Hier seht ihr dann die Übergänge hier. Zeit der Fehler halb. Übersetzungsüberwachung 2, 4, 5. 2 ist auf anderem Planetengetriebe. Und der 5. und der 4. Das sieht nicht so gut aus. Also, da habe ich leider für den Fahrer keine guten Nachrichten, sieht überhaupt nicht gut aus. Da müssen wir schauen, was wir machen. Wir werden den Fehler mal löschen. Ich setze mich mal rein. Ne? Schon das Ding, der mal aufspannt. So, jetzt werden wir den Fehler löschen. Jetzt haben wir mal hingesetzt. Ihr seht jetzt hier. Jetzt löschen wir den Fehler mal. Zack. Mal gucken, was da. Ein bisschen wieder rollen den Motor. Und machen das gleich aus. Wir machen jetzt den aus. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin euer Dr. Motor. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Du hast Gefallen dran gefunden. Beim nächsten Video werden wir in diesem Wagen natürlich auch fahren zusammen. Wenn wir mal gucken, ob die Fehler so weggegangen sind. Wenn wir die ersten Schritte mal machen. Und danach, wenn wir halt das Getriebe unten öffnen und erstmal die Mechatronik uns mal ansehen und versuchen, die Mechatronik mit anderen Mechatronik, die gebraucht, die ich hier habe, zu wechseln, zu tauschen. Dass wir Magnetwänzel mal tauschen, wenn er auch nicht funktioniert, dann werden wir ein bisschen weitergehen, werden wir weiter versuchen und auch, dass man sieht, ne, wie das alles so gemacht wird, dann kommt also Mechatronik mal zerlegen. Das wird nicht komplett alles zerlegen und so ganze Ölkanäle mal ansehen. Dann werde ich ein komplett neues Paket dafür kaufen und dann werden wir es so probieren. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, beziehungsweise wenn ich irgendwas in der Ölwanne finde, was sehr, sehr, sehr nach Abrieb. Wenn ich irgendwas in der Ölwanne
finde, was sehr, sehr, sehr verdächtig ist, wo man sagt, okay, das bringt nichts, man muss das Getriebe wirklich zerlegen erstmal, um genauer was sagen zu können, genau beurteilen zu können, werde ich natürlich die ganzen anderen Sachen nicht machen, werde ich dann direkt das Getriebe ausbauen mit euch zusammen, hier in meinem YouTube-Kanal, und werde dann alles mit euch zusammen wirklich komplett auf den Tisch, wenn wir alles zerlegen, wenn wir das komplette Getriebe auf den Tisch haben. Und alles einzeln mit der Lupe, Mikrometern und Innentaster und anderen speziellen Werkzeugen uns alles gemeinsam zusammen ansehen. Ich hoffe, dass ihr dann dabei seid. Ich hoffe, dass ihr dann mit mir gespannt seid und neugierig seid, was ein Fehler sein kann. Vielleicht hast du ja auch das gleiche Fehler und dann kannst du den Kommentar bei mir schreiben oder dich bei der Homepage bei mir melden, damit wir auch dein Auto uns das ansehen können. Ich freue mich, euch das gezeigt zu haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Ich freue mich über jeden Abonnent. Abonniert mich, liked mich, das unterstützt mich auch sehr. Bald sind auch bei mir Mitgliedschaften möglich, wo immer wieder Gewinnspiele geht, wo ihr umsonst Sachen von mir bekommt. Oder Motorenteile, Oilteile von mir geschenkt bekommt, oder Getriebeteile geschenkt von mir bekommt. Immer wieder. Also abonniert mich, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde euch viele Sachen voll pumpen, euch geben. Ich freue mich jedes Mal, mit euch ein Video machen zu können. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich auf dein Abo, auf dein Like und auf deinen Kommentar. Besuche mich auch auf meinem Instagram unter drmotor-performance und meine Homepage www.drmotor.de. Ich bin euer Dr. Motor. Viele Grüße aus Köln, aus meiner Werkstatt, meiner schönen, schönen, kleinen, süßen Werkstatt. Ich habe euch alle doll lieb. Peace, bleibt gesund. Audi, alles, was vier Ringe hat. Ciao.